Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. So, dann legen wir los, sagen ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Drittliga-Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster am Samstag, den 30. März um 14 Uhr im Preußenstadion. Neben mir Platz genommen, wie immer, unser Cheftrainer Markus Anfang. Markus, heute mal ungewöhnlichen Tag eher Pressekonferenz. Gib uns mal einen Einblick, wie ist eure Planung jetzt für die kommenden Tage? Warum sind wir heute schon eher hier? Ja, hallo zusammen. Ja, die Planungen sind ein bisschen anders. Wir haben gesagt, komm, lass uns ein bisschen den Ablauf verändern, wenn wir zum Auswärtsspiel fahren. Bei Heimspielen haben wir gesagt, brauchen wir nichts zu ändern, weil ich finde das grundsätzlich, die Auftritte, die wir haben, ganz gut. Bei Auswärtsspielen haben wir zuletzt doch immer, ja, nicht so diese Leistung abgerufen, die wir eigentlich können. Deswegen haben wir gesagt, lass uns mal einen Tag früher fahren. Lass uns einfach mal was anderes machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren morgen früh los. Also morgen nach dem Training fahren wir los. Und deswegen sitzen wir heute hier und haben heute schon die Pressekonferenz. Danke dir, Markus. Dann gehen wir gleich rein in die Fragerunde. Jens Umbreit, Radio Dresden, beginnt. Trainer, wir fangen mit dem Klassiker an. Personal. Es gibt natürlich ein paar gesperrte Spieler. Wer fällt außerdem noch aus? Ja, also Kiri, Drille, wobei Drille und Kiri jetzt schon mittlerweile Reha-Programm auch hier auf unserer Anlage machen. Das sieht bei denen ganz gut aus, sind auf einem guten Weg, aber fallen natürlich noch aus. Tom Berger, da ist noch lange nicht dran zu denken, dass er ins Mannschaftstraining einsteigt. Er macht gerade auch nur Laufübungen, das wird auch schwierig. Bei Panna ist es so, Panna hat gestern das Training abgebrochen mit Knieproblemen, hatte immer wieder diese Thematik mit dem Knie. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel, viel besser werden, leider. Hinzu kommt, dass er eine Erkältung hatte und da ist ja heute im Klinikum nochmal gewesen, um das abchecken zu lassen. Ist jetzt auf dem Weg hierher. Müssen wir mal schauen, ob er dann heute die Trainingseinheit und morgen vielleicht auch absolvieren kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dann vielleicht ausfällt, ist auch dann dementsprechend groß. Ele, Kutsche und Paule sind ja zwangsläufig gesperrt. Ja, und Kraule wird auch definitiv ausfallen. Das war auch im Übrigen der Grund, warum ich zu spät zur Pressekonferenz gekommen bin, wo dann daraus gemacht worden ist, dass ich mit meinen Spielern gesprochen habe. Aber ich habe mit meinem Spieler gesprochen und das war Kraule und nichts anderes. Also da wurde so viel hineininterpretiert in die ganze Sache, wo ich dann auch wahnsinnig überrascht war, was dann alles so über das Spiel geschrieben worden ist. Und ja, das ist, so sieht man halt dann mal, wenn man mal ruhiger auf der Bank sitzt, dann wird das so interpretiert. Wenn du lauter an der Linie bist, kriegst eine gelbe Karte, wird das so interpretiert. War ich doch schon überrascht über die eine oder andere Sache, die da so geschrieben worden ist. Also ich bin zu spät gekommen, weil ich mit meinem Spieler Kraulich gesprochen habe über genau diese Problematik, dass er kurz vorm Anpfiff gesagt hat, er kann nicht, weil er Oberschenkelrückseite noch was spürt. Das war der Hauptgrund. Also manchmal ist es schlecht, wenn man zu viel hineininterpretiert. Dann lassen Sie uns mal, Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie ändern ein bisschen was an der Planung für die Auswärtsspiele und haben auch schon gesagt, naja, auswärts lief es zuletzt nicht so wie gewollt. Welche Ursachen haben Sie dafür gefunden, dass Sie jetzt eben die Planung ändern, sprich, dass es zuletzt auswärts überhaupt nicht so lief, wie Sie sich das wünschen, auch was die Ergebnisse betrifft? Ja, also natürlich überlegen wir, wie wir vielleicht den einen oder anderen Reiz setzen können. Wenn es jetzt nur damit getan ist, einen Tag früher zu fahren, dann hätten wir das wahrscheinlich viel früher schon machen müssen. Aber ich glaube einfach grundsätzlich, dass die Jungs vielleicht diese Anfahrt dann ein bisschen besser verdauen und wir da vielleicht dann da hinten schon durch eine Trainingseinheit das ein bisschen anders gestalten können. Zudem haben wir vielleicht die Möglichkeit, mit den Jungs nochmal in Ruhe zu reden und vielleicht nochmal ein bisschen Videoanalysen zu betreiben, um vielleicht gezielter nochmal das Spiel dann in den Fokus zu setzen. Aber es gibt jetzt auch nicht die Sache, wo du sagst, daran hat es jetzt gelegen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir in den Auswärtsspielen so chancenlos waren, dass wir keine Punkte hätten holen können. Das sehe ich nicht so. Also, dass wir die Spiele nicht so gut gemacht haben wie die Heimspiele, da bin ich bei allen dabei, ja. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir so gespielt haben, dass wir keinen Punkt hätten holen können. Thomas Nahmendorf, Morgenpost. Dann bitte ich erstmal um Entschuldigung, dass wir statt N das M gehört haben. Das war wirklich wahrscheinlich die Akustik dann in der Stadionklause. Ja, Schild haben sie mir auch geklaut, habe ich gehört. Ja. Das M haben sie mir auch geklaut. Sie haben im relativ ruhigen Ton einige ihrer Spieler ohne mit dem
ohne sie mit dem Namen zu nennen, kritisiert. Jetzt müssen sie auf diese aber wieder bauen. Wie bauen sie die denn auf? Ich habe keinen kritisiert. Ich habe nur festgestellt, dass einige nicht die Leistung gebracht haben, die sie bringen können. Und ich glaube, dass das total legitim ist, weil ich halt von den Jungs überzeugt bin, dass sie viel besser spielen können. Also man kann das immer in alle Richtungen interpretieren, aber ich gehe immer davon aus, dass unsere Jungs besser spielen können als das, was sie gemacht haben. Und deswegen habe ich gesagt, sie haben viel Talent, aber das Talent ist halt auch, kommt nur dann zur Geltung, wenn du es dann abrufst. Und das ist Qualität, wenn du es dann auch zu so einem Moment abrufst. Und da war ich halt enttäuscht von dem einen oder anderen, weil ich der Meinung bin, dass der Spieler besser spielen kann. Und ich glaube, das ist auch total in Ordnung, dass ich das sage als Trainer, weil ich die jeden Tag auf dem Trainingsplatz sehe. Und ich jeden Tag sehe, was die eigentlich leisten können. Und das hat damit nichts zu tun, dass ich nicht auf die Spieler baue. Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Aber wenn ich nach so einem Spiel, was wir gewonnen haben, was wir im Elfmeterschießen gewonnen haben, was wir in der Verlängerung noch gedreht haben, trotzdem sage, dass wir mit den gebrachten Leistungen nicht zufrieden sind, da muss man das auch mal akzeptieren. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir das Vertrauen in unsere Spieler verlieren. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Genauso wie interpretiert worden ist beim Seitenwechsel in der Verlängerung, wo normalerweise auch eigentlich nur ein Seitenwechsel stattfindet und kurz was getrunken wird, dass ich dann sprachlos und ratlos auf der Bank saß. Nein, nein. Auch das ist fester Bestandteil. Wenn ich sehe, dass die Jungs einen Kreis machen, und das haben sie gemacht an der Mittellinie, und haben sich miteinander unterhalten, weil Kommunikation ist der größte Punkt, den wir dann brauchen an solchen Themen, in solchen Situationen. Und das haben sie gemacht. Und wir hatten zum Beispiel gegen Halle im Heimspiel eine Situation, da ist es nicht so gelaufen, haben sie sich im Mittelkreis gefunden und haben da auch miteinander gesprochen, weil das auch fußballerisch nicht gelaufen ist. Und das ist gut. Da brauche ich als Trainer nicht reingehen. Und ich vertraue den Jungs. Und dann solche Sachen daraus zu machen, das ist schon, also da muss man schon viel Fantasie haben. Daniel Klein von der Sächsischen Zeitung. Sie haben Kevin Poll nicht aufgezählt, nur denen, die ausfallen werden. Deswegen wird er wahrscheinlich spielen. Er hatte sich aber letzten Donnerstag ja verletzt im Training. Also er ist wieder voll einsatzfähig und wird spielen. Ja, Bollo hat auch Torwarttraining absolviert. Wir haben jetzt keine Rückmeldung, dass der Daumen da jetzt über Nacht reagiert hat. Von daher gehe ich jetzt davon aus, also wir haben jetzt heute Vormittag das Training ja abgesagt, im Sinne von, dass wir Individualtraining gemacht haben drinnen. Und da war jetzt noch keine Rede davon, dass der Brollo von gestern auf heute eine Reaktion am Daumen hatte. Deswegen gehe ich davon aus, dass er gleich auch beim Nachmittagstraining ganz normal auf dem Platz stehen wird und ganz normal trainieren wird. Und ich gehe auch davon aus, dass er zur Verfügung steht. Patrick Franz, Bild-Zeitung. Ich wollte nochmal nach dem Gegentor in Blauen fragen, wo sich der Blauener Spieler gegen 4 Dynamo-Spieler durchsetzt. War das so eine Situation, wo vielleicht der eine sich zu sehr auf den anderen verlässt? Oder, weil sonst kann man das ja eigentlich gar nicht ganz erklären, wie er da durchkommt. Was haben Sie dort nochmal für Gründe? Weil wir auch manchmal gucken, weil die Gegentore, die Dynamo kriegt, sind ja oft kurios. Die kann man ja eigentlich nicht fassen bei so einer Überzahl. Ja, genau so. Man kann es eigentlich nicht fassen bei so einer Überzahl. Also es ist jetzt im Grunde genommen steht ja nicht oder ist nicht in Stein gemeißelt. Also nur der Spieler darf den verteidigen und nur der. Es war in der Tat so, dass wir mit 3, teilweise 4 Spieler da waren gegen einen und können ihn auch dementsprechend verteidigen. Und da müssen alle verteidigen. Also da muss nicht nur einer verteidigen, da müssen alle verteidigen. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und deswegen habe ich ja auch nach dem Spiel gesagt, dass ich glaube, dass der eine oder andere heute nicht die Leistung gebracht hat, die er bringen kann. Und ich glaube, das muss dann auch jeder akzeptieren. Und das war in der Situation genauso. Und entscheidende Momente im eigenen 16er und im gegnerischen 16er, wo die Spiele entschieden werden, die werden in der Regel darüber entschieden, wer setzt sich durch und wer hat dann diese Abschlussqualität. So, und wenn du dich im gegnerischen 16er durchsetzt, so wie der Spieler das gemacht hat, und diese Abschlussqualität hast, dann kann man davon reden, ja, der hat auch eine gewisse Qualität gerade in diesem Moment an den Tag gelegt. Und wir müssen das dementsprechend verteidigen können. Und wenn wir es nicht verteidigen, dann hat uns in dem Moment diese Qualität der Verteidigung gefehlt. Das heißt aber grundsätzlich nicht, dass es nicht talentierte Spieler sind, die das könnten. Aber in dem Moment haben sie es einfach nicht abgerufen. Und es gibt viele Phasen in der Meisterschaft, wo wir genau im eigenen 16er und im gegnerischen 16er genau in die Situation kommen, wo wir dann der zweite Sieger sind. Also wir setzen uns A, vorne nicht durch und B, hinten nicht durch. Und das Schwierigste und
das größte Merkmal, was du eigentlich im Fußball hast, Qualität, ist in den 16er. Setzt du dich durch oder setzt du dich nicht? Haust du das Ding rein oder haust du nicht rein? Verteidigst du ihn oder verteidigst du ihn nicht? Zwischen den 16ern kannst du viel planen. Ich glaube, das sind auch die ganzen Statistiken, die wir am Ende des Tages haben, dass wir da immer in Top-Bereichen sind. Und wir kommen immer darauf, ja, wir kommen am meisten in den gegnerischen 16er rein. Wir haben die meisten Torabschlüsse dann im gegnerischen 16er. Aber wir wissen halt auch, dass uns dann gefühlt ungefähr 10, 12 Tore fehlen. Und ich glaube, dass die Jungs sich dahin entwickeln können. So, das ist einfach das, was wir die ganze Saison festgestellt haben. Und das sage ich ja jetzt nicht heute nur. Das habe ich ja nach der Vorbereitungsphase im Sommer gesagt. Wir brauchen noch einen, der Tore macht. Und auch Standardsituationen. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut in dem Spiel, dass wir durch eine Standardsituation zurückgekommen sind. So, das war auch für uns wahnsinnig wichtig. Aber genau das sind die Punkte, wo wir dran arbeiten müssen. Tore, Tore verhindern, Tore machen. Thomas Nahmdorf nochmal. Herr Anfang, Münster hat jetzt 6 Siege in Folge. Das ist mit Sicherheit nicht nur Glück. Was macht den Aufsteiger so stark? Ja, Geschlossenheit. Spielen sehr aggressiv Fußball, jagen viel drauf. Wir haben ja auch in dem Pokalspiel gesehen gegen Bielefeld, dass sie gerade in der ersten Halbzeit sehr aggressiv verteidigt haben. Hinzu kommt, dass sie auch eine gute Qualität gerade vorne mit ihren beiden Spitzen haben, die sofort abschließen. Wenn sie einmal die Chance haben, irgendwo eine freie Schussbahn zu haben, dann schließen sie sofort ab. Und momentan ist es auch so, dass viel von dem, was sie abschließen, auch dann direkt reingeht. Also das muss man einfach auch festhalten. Ob das dann am Ende Glück ist, weiß ich nicht, kann ich schwer einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie mit jedem Abschuss immer das Tor treffen, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass auch ein Tor daraus entsteht. Und das haben sie bisher gemacht. Sie haben es im 4-4-2 jetzt in der Regel gut gemacht. Sie haben hier bei uns haben sie Fünferkette gespielt. Ist eine Mannschaft, die, glaube ich, zusammengewachsen ist, die auch ja, schon gemeinsam Erfolge erzielt haben. Und ja, ich glaube, das macht sie gerade auch sehr, sehr stark. Ich habe noch eine Frage, wie das Spiel hinausgeht. Der Sächsische Fußballverband will das Halbfinale in Zwickau und Ihnen am 17. April spielen. Das wird Ihnen mit Sicherheit nicht groß passen, oder? Wenn Sie erst am 15. wieder in Dresden sind. Ja, auch die Ansetzungen, wir haben da, ja, manchmal wird man ja gefragt, ob man das irgendwie anders machen kann. Wir sind ja jetzt auch gefragt worden, wir haben da auch unsere Meinung zu abgegeben, hoffen halt jetzt, dass das dann auch auf diesen Spieltag, wie wir das dann wollen, auch terminiert wird. Bisher haben wir, was das Ganze betrifft, eher nicht so glückliche Entscheidungen hinnehmen müssen. Das ist halt leider so. Also das, um das mal so ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Also wir hätten auch gerne jetzt zum Beispiel gegen Plauen unter der Woche gespielt. Ich kann das total verstehen von Plauen, aber für uns wäre es halt mal die Möglichkeit gewesen, den Jungs bis zum Saisonende einfach mal ein freies Wochenende zu geben. Wir haben gar kein freies Wochenende bis zum Saisonende. Und das hätte vielleicht dem einen oder anderen auch mal gut getan. Aber ich verstehe auch Plauen, wenn sie natürlich am Wochenende spielen wollen. Nur dadurch, dass wir jetzt Sonntag gespielt haben und jetzt Samstag spielen, fehlt uns in der Woche wieder ein Tag für die Meisterschaft. Ja, und jetzt mussten wir halt erstmal ein Training streichen, weil nach diesen 120 Minuten macht das jetzt keinen Sinn, heute Morgen dann zu trainieren. Und Verletzte haben wir ja leider genügend und Gesperrte haben wir auch genügend. Also müssen wir da ein bisschen aufpassen. Und wie gesagt, das Spiel, wir haben unsere Idee da mitgegeben. Ich hoffe, dass es berücksichtigt wird. Das wäre der 24. April? Das wäre eine Woche später, ja. Patrick Franz nochmal. Thema, das im Kreiswochenende vielleicht den Spielern auch gut getan hätte. Ist es so, dass der Mannschaft vielleicht, oder wie kann man der Mannschaft helfen, dass sie den Kopf frei bekommt jetzt, wenn das so halt nicht anders möglich ist in den Terminen? Weil man hat ja schon das Gefühl, die sind bei dem Rattert irgendwie immer wieder der Kopf in entscheidenden Momenten. Boah, kann man jetzt viel hineininterpretieren. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Wir haben eine ganz schwierige Situation vor den 2 Heimspielen gehabt. Wir haben dann jetzt aus den 2 Heimspielen 4 Punkte geholt. Wir sind im Pokal, sind wir ins Halbfinale gekommen. Also unterm Strich musst du sagen, ist es jetzt auch nicht so gewesen, dass wir jetzt danach nichts mehr geholt haben. Also wir sind jetzt da, glaube ich, zumindest haben wir diesen kleinen Turnaround geschafft, um wieder in so eine gewisse Erfolgsspur reinzukommen, aufgrund der,
der Spielausgänge, die wir dann geschaffen haben. Klar hätten wir gegen Ulm gerne auch gewonnen, aber Ulm ist jetzt auch nicht irgendeine Mannschaft. Sind nicht umsonst Tabellenführer. Und wir haben in den Spielen zumindest geschafft, in die Punkte reinzukommen. Also von daher, glaube ich, so negativ würde ich es jetzt erstmal nicht sehen. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass schwere Phasen in der Saison immer dazugehören. Aber die Jungs müssen jetzt nicht an sich zweifeln. Auch wenn ich sie mal vielleicht kritisiere im Sinne von, dass ich glaube, dass sie besser spielen können. Also das gehört einfach dazu. Und wir haben jetzt einen Jahrgang mit dem 99er Jahrgang, der sehr, sehr stark vertreten ist bei uns, wo Spieler sind, die gerade so an diesem Weg sind. Wir sind Talente und wir müssen aber jetzt auch irgendwann mal gestandene Spieler werden. Also irgendwann kommt der Punkt, wo du dann auch signalisieren musst, so, ich bin jetzt in meiner Entwicklungsphase weitergekommen und bin jetzt raus aus diesem Bereich nur Talent. Also ich will jetzt auch mal ein gestandener Spieler sein. Und 25 musst du dann auch irgendwo mal dann diese Entwicklung genommen haben. Und ich bin davon überzeugt, dass viele diese Entwicklung nehmen können. Aber das musst du halt auch zeigen. Stefan Schramm, Dresdner Neueste Nachrichten. Der Stefan Kutschke gehört ja zu den etwas gestandeneren Spielern in der Mannschaft. Es gab ja neulich das Thema Social Media, Internet, Hass, da stand er im Mittelpunkt so ein bisschen oder ist ins Fadenkreuz geraten. Wie froh sind Sie, dass ausgerechnet er dort Dynamo wieder zurück ins Spiel bringt gegen Plan? Ja, das ist natürlich ein schöner Moment, dass wir gerade die Situation hatten in der Verlängerung, die Jungs stellen sich zusammen, kommunizieren miteinander, alles das, was wir auch so schon unter der Woche vor dem Heimspiel gegen 60 so ein bisschen mit den Jungs nochmal erarbeitet haben und dann durch eine Standardsituation und dann auch noch Kutsche, der in der Standardsituation das Tor macht, das sind natürlich schöne Momente dann, auch wenn es vielleicht für viele nicht so gewirkt hat, aber schöne Momente für uns, wo du einfach auch das Gefühl bekommst, okay, das hat jetzt funktioniert, das ist jetzt gut, dass das funktioniert hat und dass der Kutsche das Tor macht. Ja, ich finde, diese sozialen Netzwerke ja, mögen ihren Sinn haben vielleicht. Manchmal wäre es ganz gut, wenn derjenige sich vielleicht hier vorne hinstellt und Kutsche gegenüberstellt und ihm vielleicht sagt, was er davon hält, wie er gerade gespielt hat. Und ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man nicht damit einverstanden ist, dass einer vielleicht besser spielen kann oder die Leistung nicht gebracht hat. Das ist total in Ordnung. Wo es dann irgendwann aufhört, ist halt, wenn es ins Persönliche geht. Weil hier spielt keiner irgendwie extra schlecht oder hier ist keiner ein schlechterer Mensch, wenn er schlecht Fußball gespielt hat oder ein besserer Mensch, wenn er gut Fußball gespielt hat. Da muss man sich vielleicht selber mal fragen, ob man auch so behandelt werden will. Und deswegen finde ich super, dass Kutsche das Tor gelungen ist, dass er damit der Mannschaft helfen konnte, sich vielleicht auch ein Stück selbst helfen konnte und vor allen Dingen, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Daniel Klein. Auch nochmal Stefan Kutschke. Anschließend, er und Paul Will fallen ja aus. Formal also zwei aus dem Mannschaftsrat, zwei Führungsspieler. Vor allen Dingen fallen aber auch zwei aus, die Mentalität auf den Platz bringen. Kann man das in der Form ersetzen überhaupt am Samstag? Ja, kannst du, wenn andere in diese Position reinschlüpfen. Und da sind wir ja auch wieder beim Punkt. Wir haben immer darüber gesprochen, dass wir einen Top-Kader haben, dass wir den besten Kader in der Liga haben, haben wir selber nie gesagt, ist immer gesagt worden, hineininterpretiert worden. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn die Jungs am Wochenende rausgehen und viel miteinander kommunizieren und sich untereinander unterstützen und dann auch diese Mentalität und diese Siegesmentalität reinbringen, um das Spiel zu gewinnen. Und da ist jeder gefragt. Und es ist vielleicht auch ganz gut, wenn zwei Spieler mal rausfallen und die anderen das vielleicht mal übernehmen müssen, weil wir brauchen einfach jeden. So, und jetzt sind halt andere gefragt. Andere, die das vielleicht auch für sich so ein bisschen verinnerlicht haben und sagen, sie wollen das auch sein und müssen halt jetzt daran arbeiten, dass sie das auch noch auf dem Feld in Münster sind. Und ich sage nochmal, mein Problem ist vielleicht häufig, ich glaube vielleicht zu sehr an meine Jungs und habe vielleicht sehe ich vielleicht manchmal den einen oder anderen viel, viel besser, als er sich selber sehen kann. Und deswegen glaube ich halt an die Qualität von dem einzelnen Spieler, die er normalerweise auf den Platz bringen müsste. Und wenn er sie nicht bringt, dann ist er immer noch talentiert. Aber Qualität ist halt, dass er das auf den Platz abruft. Patrick Fatz. Ja, ein so ein Kandidat ist vielleicht Robin Meissner. Der hat von der Bank bisher immer sehr gut getroffen und ist ja vielleicht jetzt auch einer, der in Münster spielt.
Gibt es irgendeine Erklärung aus Ihrer Sicht dafür, dass es von Anfang an bei ihm irgendwie dann nicht so gut läuft und er einfach dann nicht so gut ins Spiel reinfindet? Ja, finde ich gar nicht. Also wenn ich das BVB-2-Spiel nehme, wo er von Anfang an gespielt hat, ich fand, das war ein richtig gutes Spiel, auch von ihm ein richtig gutes Spiel. Leider haben wir uns da auch selber geschlagen, aber er hat da meiner Meinung nach richtig gut gespielt. Und ja, er ist halt genau so ein Spieler, dem wir auch viel Vertrauen geben und wo wir auch geduldig sind. Und ich glaube, dass er uns auch helfen kann. Da bin ich auch von überzeugt. Und er hat den Pokal ja auch getroffen durch den Elfmeterschießen. Ist auch schön, hilft auch. Genauso wie Ammo, er hat auch durch den Elfmeter getroffen. Das ist auch schön, nehmen wir auch Danken mit. Alle Jungs, die zum Punkt gegangen sind, haben das Ding reingehauen. Ist auch schön, weil es auch eine Drucksituation. Damit sind sie gut umgegangen. Und ja, mit diesen Aufgaben oder an diesen Aufgaben können sie sich dann orientieren und können daran wachsen. Und ich glaube, dass Meisse einer von denjenigen ist, der auch schon in der zweiten Liga gezeigt hat, dass er das kann. Und ich bin davon überzeugt, dass er in Münster auch ein gutes Spiel machen wird. Thomas Nahmendorf. Letzte kleine Frage von den Paul und Stefan Mittmorgen. Ja, von alle, die, ich hätte jetzt schon fast gesagt, alle, die sich bewegen können und laufen können, fahren mit. Ele wird auch mitfahren. Wir werden den Kader mitnehmen, wollen auch, dass wir alle zusammen sind. Und wir haben ja nochmal ein Abschlusstraining da vor Ort. Und da wollen wir natürlich auch dann die Voraussetzungen haben wie zu Hause, dass wir da komplett trainieren können. Deswegen werden alle mitfahren und die Unterstützung, auch die moralische Unterstützung dann für die Jungs von denen, die jetzt gesperrt sind, die ist auch da. Also wir fahren als Team dahin und wollen als Team da auftreten und dementsprechend auch als Team die Punkte da holen und dann als Team auch wieder nach Hause fahren. Patrick Franz zuerst. Wenn man jetzt einen Tag eher hinfährt, wie ist dieser Tag dann dazwischen quasi strukturiert, den man ja den ganzen Tag vor Ort hat? Wird man da sich nochmal was anschauen? Wird man spazieren, einen kleinen Ausflug machen, auch vielleicht nochmal um den Kopf freizukriegen? Außerhalb des Trainings ist irgendwas geplant dort in der Richtung? Nein, da ist jetzt erstmal nichts geplant außerhalb. Wir werden morgen hier trainieren, dann werden wir im Anschluss, wenn wir essen, in den Bus setzen, dann fahren wir dahin, dann sind wir am Abend da. Dann können die Jungs am Abend nochmal in Ruhe behandelt werden. Dann haben sie am nächsten Tag die Möglichkeit, einfach mal auszuschlafen. Und dann werden wir den Tag dementsprechend gestalten. Da sind wir uns noch nicht so ganz im Klaren, wie wir es am besten machen. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, da auch mal in Ruhe mit dem einen oder anderen Spieler nochmal Einzelgespräche zu führen. Aber kann man vielleicht sogar beim Spazieren gehen, wenn man mit ihm spazieren geht? Kann man machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit 24 Mann immer spazieren gehe, wer gibt mir denn dann das Kilometergeld? Hä? Ich stelle dir das mal vor, habe ich gar keine Luft mehr nachher. Aber wäre eine Möglichkeit, ja. Daniel Klein nochmal. Es sind jetzt nur 8 Spiele, deswegen ist das Spiel am Samstag kein entscheidendes. Aber es ist eins, wenn Dynamo gewinnt, kann der Vorsprung auf die Nichtaufstiegsplätze deutlich vergrößert werden. Wenn Dynamo verliert, ist die Gefahr, dass man komplett rausrutscht aus den Aufstiegsrängen. Spüren Sie ein bisschen auch im Training, dass es schon ein anderes, ein besonderes Spiel ist? Kann ich leider noch nicht so sagen, weil wir gestern eher im regenerativen Bereich gearbeitet haben, weil ja die 120 Minuten und dann der Behandlungstag dazwischen war und wir uns heute erst zum Nachmittag da mit allen treffen und dann eine Trainingseinheit machen. Das werde ich gleich wahrscheinlich auch am Platz ein bisschen feststellen können, ob da so ein besonderes Kribbeln ist, vielleicht bei dem einen oder anderen. Weiß ich jetzt noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Gibt es weiter von Stefan Schramm nochmal. Im Hinrundenspiel gegen Münster hat Manuel Schäffler ja getroffen. Sie hatten, glaube ich, Anfang der Rückrunde mal gesagt, dass er so ein paar körperliche oder Fitnessdefizite hat und daran noch arbeiten muss. Können Sie da mal ein kleines Update geben? Wo steht er jetzt? Wie nah ist er dran? Ja, Manu ist dann ins Mannschaftstraining rein und hat dann versucht, im Mannschaftstraining sich dann auch dementsprechend fit zu machen. Manu hat auch viel Pech gehabt, muss man sagen. Als er gekommen ist, war er sicherlich noch nicht so in dieser Verfassung. Körperlich hat dann an sich gearbeitet und immer dann, wenn wir ihn auf ein Level bringen wollten, hat er sich leider in der Vorbereitungsphase verletzt, das war jetzt im Winter wieder. Und immer in diesen entscheidenden Phasen, wo du viel Substanz erarbeitest für die Saison und auch eine Grundfitness erarbeitest, hat er leider Ausfallzeiten gehabt. Jetzt ist es so, dass er hier und da mal kleinere Wehwehchen hat, aber er kämpft sich dadurch, vorbildlich kämpft er sich dadurch. Aber dieses Level, was wir uns eigentlich erhofft haben, was er wieder erreichen sollte, ich glaube, da ist er leider noch nicht so, aber er kämpft halt darum. Also ist jetzt kein Spieler, der sich hängen lässt, er gibt in jedem Training Gas.
Gibt es weitere Fragen? Dann haben wir noch eine eingereichte Frage vom MDR von Alexander Küpper. Weil Dynamo Dresden, Markus, über die ganze Saison hinweg meistens als Favorit getitelt wurde, jetzt Preußen Münster, sag mal, mit der Form eher auf der Favoritenseite, oder wie siehst du das? Ich habe damals immer gesagt, dass mit Favorit und Nicht-Favorit, und daran beteilige ich mich gar nicht, weil du musst erstmal jedes Spiel spielen, und das sehe ich eigentlich jetzt genauso. Also ja, wir fahren dahin zu einer Mannschaft, die momentan einen guten Lauf hat, die letzten 6 Spiele, glaube ich, alle gewonnen hat. Kommen natürlich mit viel Selbstvertrauen, aber wir haben halt in der Meisterschaft auch schon viele Spiele gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns da verstecken werden, das überhaupt nicht. Wir werden alles dafür tun, ein gutes Spiel zu machen und auch dementsprechend die 3 Punkte mitzunehmen. Ob da jetzt dadurch aufgrund der aktuellen Situation und der vergangenen Ergebnisse Münster tendenziell der Favorit ist, das überlasse ich anderen. Also ich fahre dahin, unabhängig davon, Favorit oder nicht Favorit, um einfach die Punkte zu holen. Und ich traue das den Jungs zu, traue es meiner Mannschaft zu, ich traue das uns zu. Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, da auch nicht nur zu bestehen, sondern auch das Spiel so zu gestalten, dass wir am Ende mit 3 Punkten nach Hause kommen. So, gehen wir es an. Stadionöffnung am Samstag ist um 12.30 Uhr im Preußenstadion. Über 11.700 Zuschauer werden das Spiel mit verfolgen. Das Spiel ist ausverkauft, 1.190 Gäste, ebenfalls ausverkauft. Der Gästeblock sind mit dabei. Übertragen wird das Spiel bei Magenta Sport im PTV. Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, sehen wir uns dann am Samstag in Münster. Bis dahin, macht's gut.